Moinsen ihr Lieben und willkommen zum neuen Video. Was hat das hier damit zu tun? Ganz einfach, heute ist Halloween. Also nein, nicht richtig, heute ist der 29.10., ein Samstag. Und es geht für mich jetzt gleich ins Vereinstraining. Auch nicht richtig, zum Halloween-Heben, ins Wish Fitness. Und das wollte ich einfach mal als Gelegenheit, als Anlass nutzen, um euch ein kleines Update zum Verein zu geben, was da aktuell so abgeht. Let's go. Ja, wir sind hier im Wish, kann man euch auch hören? Ich weiß das nicht. Wir machen ein Halloween-Heben. Easy, ja? Wir dachten uns, hey, wir machen einfach was Verrücktes hier. Wir haben hier im Wish so geile Möglichkeiten. Viel Platz, haben viele gruselige Gestalten eingeladen, haben gesagt, lasst uns einfach mal als Paar gemeinsam heben. Und das seht ihr jetzt. Und zack, ist halt eben doch schon Halloween, ne? Das war unser Halloween-Heben. Spannende Angelegenheit, hat einfach Spaß gemacht, war relativ ungeplant, relativ unkoordiniert, nur mal kurz gefragt, wer will mit wem heben, wo starten wir rein? Und dann gesagt, pass auf, legt los, ihr macht das zu zweit, wir gehen immer 10, 20 Kilo hoch, je nachdem. Und zack, hat man schon eine geile Veranstaltung. Ja, und ich wollte jetzt ja noch so ein kurzes Vereins-Update mal wiedergeben. Das eine, was ich sagen wollte und was uns richtig, richtig wichtig ist und was so cool ist, ist nämlich die Zusammenarbeit mit dem Wish. Wenn du aus Hamburg kommst, wenn ihr aus Hamburg kommt, die ihr zuguckt und das Wish nicht kennt, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Wish Fitness ist in Hamburg-Lockstedt und ist ursprünglich mal so als, ich sag mal, Crossfit-Box angesiedelt oder geplant gewesen, beziehungsweise hat der Joshua relativ schnell gesagt, nee, lass uns da mal keine reine Crossfit-Box draus machen, sondern ein Gym, wo alle, die wirklich Bock haben, auch Leistung zu bringen, warum bin ich dann da, zusammenkommen. Ja, alle, die Bock haben, ob das nun Crossfitter sind, Weightlifter, Powerlifter, ja, was auch immer. Und wir sind da ziemlich zu Beginn auch direkt mit dem Wish gemeinsame Sache gegangen, haben gesagt, hey, lass uns doch gemeinsam was auf die Beine stellen. Und jetzt wollen wir das so ein bisschen intensivieren und eben auch für unseren Verein, für unsere Mitglieder intensivieren. Was da kommen wird, seid da auf jeden Fall gespannt, aber es ist sicher, da wird etwas kommen. Ja, und dann habe ich ja schon im letzten Video gesagt, dass eine Menge im Verein passiert. Ich habe diese Podcast-Thematik angesprochen, da sind wir noch nicht so richtig vorangekommen, aber wir haben zum Beispiel neuen Merch für all unsere Mitglieder bestellt. Ja, also neue Klamotten, das wird ein Wettkampf-Shirt werden. Das produzieren wir übrigens gemeinsam mit Pascal, ja, der ja auch bei uns im Verein ist. Ihr habt ihn im Video gesehen, wird super, super nice. Wir haben, glaube ich, keine Ahnung, ich glaube fast 200 Shirts bestellt. Also ihr könnt euch denken, bei einem Verein, wo wir mittlerweile über 100 Leute sind, da kommt auch einiges zusammen. Ja, das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Ja, von den Hamburger Kraftspielen hatte ich euch beim letzten Mal erzählt. 19.11. ein Qualifikationswettkampf für die Deutsche Meisterschaft 2023. Da gibt es kein neues Update zu, außer dass wir die Starterzahl erweitert haben. Aber das bleibt alles wie geplant am 19.11. Was aber richtig, richtig cool wird, wird nächstes Jahr im März sein. Komischer Satzbau. Denn unser Verein wird den ersten Vereinsausflug, die erste Klassenreise unternehmen. Ja? Wir werden mit, ich glaube, knapp 20 Leuten nach Wien fliegen in das Gym. Spätestens da wird es hier wieder ein Video geben. Ich hoffe, dass es nicht bis März dauert nach diesem Video. Aber wir haben gesagt, hey, das ist so ein geiler Ort zum Trainieren. Und einige von uns vom Verein waren schon dort, einige eben noch nie. Und wir möchten daraus eben richtig, richtig geiles Event machen. Wir unterstützen da unsere Vereinsmitglieder auch. Das heißt, ja, das verrate ich noch nicht. Es wird auf jeden Fall eine kleine Unterstützung vom Verein für diejenigen geben, die dorthin reisen. Und somit sind wir gerade wirklich, ja, mega viel am Planen, mega viel am Bewegen im Verein, weil wir eben das Ganze noch weiter voranbringen wollen, als wir es in den letzten 3 Jahren schon gemacht haben. Ja, und zu guter Letzt noch ein kleines Trainingsupdate von mir selbst, denn ja, auch ich trainiere noch oder wieder. Ich habe keine Ahnung, wie oft in den vergangenen
Monaten, wenn ich hier mal Videos gemacht habe, immer gesagt, wenn es um Sport ging, nicht konstant, keine Kontinuität, neuer Trainingsplan, Verletzungen, Wehwehchen. Und jetzt habe ich seit August eigentlich, jetzt haben wir jetzt Oktober, November, seit August habe ich es eigentlich geschafft, wenigstens zweimal die Woche vernünftig zu trainieren nach einem entsprechenden Plan. Und das ist auch das, was ich jetzt erstmal aktuell beibehalten möchte. Zweimal die Woche Krafttraining, einmal die Woche Ausdauer. Und das funktioniert aktuell wirklich ganz gut. Ich habe überhaupt gar keine Übung mehr aus dem Kraft-Dreikampf aktuell im Trainingsplan, weil ich da wirklich immer wieder so ein bisschen Beschwerden und Wehwehchen bekommen habe. Aber ich bin dabei, das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten, ja, jetzt erstmal wieder eine vernünftige Grundlage zu schaffen. Habe ein bisschen was an Gewicht auch verloren tatsächlich. Ich war die letzten Jahre eigentlich immer so roundabout bei 100 Kilo, 108 tatsächlich mal in der Spitze. Aktuell bewege ich mich so bei roundabout 95. Ist für mich eigentlich ein ganz gutes Wohlfühlgewicht, aber eigentlich will ich tatsächlich sogar noch ein bisschen runter. Wir werden einfach mal gucken. Ja. Das Video sollte, wie gesagt, erstmal einfach nur wieder ein allgemeines Update sein, weil ich wieder Lust hatte, ein Video zu machen und der Anlass auch da war. Folgt dem Verein, folgt mir natürlich, das ist das Allerwichtigste. Nein, natürlich nicht. Schreibt, was ihr über den Verein wissen wollt, in die Kommentare. Schreibt eure Fragen zum Verein, eure Pläne, wenn ihr welche mit dem Verein, mit uns gemeinsam habt, wenn ihr im Verein seid. Wie auch immer, ich sage besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.